So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed 4. Black Flag heißt das Spiel natürlich. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute weiter mit der nächsten Situation. Mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt. Wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster. Das wäre ah, wir haben wieder Action. Das lustig? Können wir einen Moment nach Abaco Island sichern. Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen. Und schaute meinen Augen. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. So, Schiff ist weg. Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Mit Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Erwarten Befehle! Gefecht rollen! Feindliches Kriegsschiff! Schon auf! Feuer! Wagenschiff! Ist gut genug! Sind bereit, Sir! Feuer! Schießt dahin, Sir! Wollen wir entern, Sir? Hab dich, oder? Auch nicht. Zerreißt sie, Jungs! Vorsicht! Wir fallen zusammen! Sieht! Holt die Landratten ein! So, machen wir das doch mal glatt. Sie ergeben sich also und haben gut, reparieren wir mal die Jackdaw. Fakt ist, wir haben dieses Schiff geholt und haben uns die Ladung mal ganz kurz gesichert. So, weiter geht's. Dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Super. Bereit zu feuern! Sind bereit, Sir! Das sind wie viele Schiffe da hinten? Ein bisschen was, ne? Ja, wir müssen eigentlich uns nicht mit jedem anlegen, aber wir können. Wenn ihr Bock drauf habt, liebe Leute. Ein bisschen Seeschlacht heute. Auf dem Weg nach Nassau. So viel Segel, wie ihr könnt! Da ist was Großes dabei. Feuer! Das war eigentlich...
Das ist ein... Okay, wir lassen die jetzt erstmal gerade so ein bisschen in Ruhe. Wenn die uns jetzt nicht auf die Eier gehen, lassen wir die auch in Ruhe. Da, dunkler Himmel und raue See. Seesegel einholen! Die geben jetzt gerade... Seesegel hoch, aufgeilen! Wieder, wir müssen uns nicht mit jedem Schiff anlegen. Wir werden natürlich jetzt ein bisschen da durchrutschen. Weil ich mehr oder weniger auf die andere Seite will. So. Wir sollen ja da an dieser Insel, weil da ein Synchropunkt zum Beispiel ist, den ich gerne hätte. Das Schiff riecht. Segelbergen! Wiederholen und aufgeilen! Hauptsegel rein! So. Ich guck mal gerade auf die Karte. Ach, da ist der Punkt. Okay, dann fahren wir da hin. Dann brauchen wir nicht anders. Da wollte ich eigentlich ran an das Schiff. So. Captain steuert selbst. Vieren und Fahrt aufnehmen! Hopsi, das war... Scheiße, das war keine Absicht. Feuer! Kanone bereit! Feuer! Pass doch auf, verschmutzt die Grüße nicht. Die Klippe zerreißt uns, Sir! Achtung, Edward! Gegner feuert! Und sie nieder, raus aus dem Bett! Wir sind beschädigt! Weg damit! Gegner feuert! Auf dein Zeichen, Captain! Hält noch, aber genau, schwer beschädigt! Zeit und einen sicheren Ankerplatz für die Reparaturen! Wir wurden marschiert! Du reißt uns in Stücke! Feuer! Hör sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Gegner feuert! Feuer! Das war mehr oder weniger eigentlich gar keine Absicht jetzt. Ich wollte das eigentlich nicht machen. Das war eigentlich mehr oder weniger unabsichtlich. Ich vergesse immer, dass ich nicht mit der A2 fahre. Wir haben ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Lassen Sie diesmal können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Ich fähre jetzt nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Her cheeks were wet, her eyes did weep. So, jetzt sind wir schon auf Abaco Island. Alle außer Großberg! Alles bis aufs Hauptsegel retten! Fest machen und zwar dressed like some fair bride. Raus aus dem Wind! Bringt den Kahn zum Stillstand! So. Wir sind jetzt in Abaco Island. So, das gucken wir uns jetzt mal an.
Beziehungsweise wir gucken uns das nicht jetzt an. Wir gucken uns das in der nächsten Folge ein. Und dann sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer. Bis dahin. Ciao.